Halligalli, Herr Meerschweinchen. Wie angekündigt, das Video jetzt über die D-Mark Münzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Licht gut genug ist. Also gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Moment. Well. Hier haben wir die 1-Pfennig-Münze, Vorder- und Rückseite. Die kam 1948 übrigens raus. 1948 gab es allerdings Deutschland in dem Sinn noch nicht. Von daher stand auf den ersten Münzen anstatt Bundesrepublik Deutschland noch Bank Deutscher Länder. Dann 1949 wurde Deutschland erst gegründet. Es gibt allerdings irgendwie auch noch Münzen von 1950, die auch Bank Deutscher Länder haben. Das ist wie gesagt die 1-Pfennig-Münze. Dann hier die 2-Pfennig-Münze. Wieder Vorder- und Rückseite. Hier haben wir dann 5-Pfennig. Und 10-Pfennig. Das sind die vier Münzen, die 1948 rauskamen. Die anderen kamen dann später. Und hier nochmal, um es zu zeigen, der im Fall von 1949 ein 10-Pfennig-Stück Bank Deutscher Länder. Vergleich hier nochmal, Moment. Bundesrepublik Deutschland. Weil 1949 gab es die, also die wurde 1949 wurde Deutschland in dem Sinn erst gegründet, davor waren es 36 freie deutsche Einzelstaaten. Das hatte wohl Zollgründe oder so. Wie gesagt, ich halte mich mit so Hintergründen nicht so wirklich auf. Hier hätte man das 50-Pfennig-Stück. Der Vorder- und Rückseite. Das kam dann 1949. Ja? 1949. 1950 kam dann das 1-Mark-Stück. Ich hätte fast gesagt die D-Mark, aber das ist ja alles irgendwie D-Mark, das Pfennig-Zeug. Ja, hier, Markstück, Vorder- und Rückseite. 2-Mark-Stück, da gab es erst andere, wie die es zum Schluss dann gab. Was heißt zum Schluss? Die gab es jahrelang. Ne? Da gab es 6 verschieden. Teilweise weiß ich gar nicht, wer die einzelnen Leute da drauf sind. Einer davor ist Ludwig Erhard, einer davor ist Adenauer. Ja. Willy Brandt gibt es auch noch. Gut, den erkenne ich. Ja, den habe ich noch erlebt. Deswegen gab es das auch recht spät. Weil zu Lebzeiten. Ja, gab es das nicht. Also das kam erst raus, als er gestorben ist. Der da. Der Typ. Willy Brandt. Ja. Die Rückseite war bei allen gleich. Sah so aus. Ja. Ja, das sieht natürlich heute auch noch so aus, wenn er sich erinnert. Ja. Davor gab es dieses 2-Mark-Stück. Moment, wo ist es? Wo? Ja. Entschuldigung, dieses hier mit Max Planck drauf. Ja. Davon habe ich eins, weil es gehört halt in die Sammlung. Dass ihr die Rückseite auch seht. Ja, die war. Na, wo ist es denn schon wieder? Die ist ziemlich ähnlich hier. Ja, das war der Vorgänger von den eben gezeigt. Sonst kommen wir zum 5-Mark-Stück. Das ist das hier. Der anfangs ach so verhasste Heiermann. Weil der Vorgänger von diesem war das hier. Ah, nicht das. Das da. Ja. Das war aus reinem Silber. Sieht die Rückseite von. Aha.
So sieht die Rückseite. Moment, meine Kamera spinnt gerade. Soll ich nochmal anfangen mit dem Video? Nein, dazu bin ich viel zu faul. Ich gebe es zu. Das ist die Rückseite von einem Silver 5. Der wurde damals abgeschafft, weil der Silberwert einfach höher war als 5 Mark. In Summe. Also das dafür verwendete Silber war mehr wert wie das, wie der Nennwert der Münze, und deswegen hat man das abgeschafft. Was ich vergaß zu erwähnen, dieser Silberfünfer kam, soweit ich weiß, 1958 raus. Davor gab es keine 5D-Mark-Stücke. Und die 2-Mark-Stücke, also die ersten, waren 1951, soweit ich weiß. Dass die D-Mark 1950 kam, habe ich, glaube ich, gesagt. Okay, das war jetzt auch wieder vielleicht interessant für euch. Und das war's, was ich halt sagen wollte. Alles klar dann, bis dann.